Liebe Gerda Hasselfeld, liebe DRK-Festgemeinde, herzlichen Glückwunsch zu 100 Jahren. Ach, eigentlich gibt es ja noch viel länger. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Das möchte ich völlig ironiefrei vorneweg einmal schicken. Danke, dass es sie gibt. Sie werden gebraucht und natürlich nach vorne raus noch viel mehr. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie zeigt sich wieder der Wert von so einem großen Netzwerk von Profis, von Hauptamtlichen, von Ehrenamtlichen. Diese zivilgesellschaftliche Organisation hat zu Recht schon wirklich weltweit den allerbesten Ruf. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich bin Arzt, ich bin Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Ich freue mich sehr, dass ich gebeten wurde, einen Ausblick auf die nächsten 100 Jahre zu geben, soweit man das heute prognostizieren kann, welche Gesundheitsherausforderungen auf uns zukommen. Aber natürlich verbinde ich das auch gerne etwas humorvoll mit dem Blick zurück, denn ich habe in Ihren Archiven natürlich auch tolle Fotos gesehen und ein paar Dinge gefunden, die mich zum Schmunzeln bringen. Zum Beispiel dieses Bild. Wir erwarten heute den 100.000. Blutspender in Niedersachsen. Zum einen des Rollenverständnisses natürlich tatsächlich 50er Jahre. Der besorgte Halbgott in Weiß, die dienende Schwester. Öffentlichkeitswirksam war es auf allen Fall. In Stuttgart in 21, Vollkatastrophe, wie wir alle wissen, die da mal Bahn umgestiegen sind. Dieses Foto mochte ich, weil dort Menschen mit Behinderung geholfen wird vom DRK. Und damals konnte man noch direkt vom Auto in die Bahn, kurze Wege mit einem Brett. Es war nicht alles schlechter früher. Ich habe das DRK auch einmal von einer etwas raffen Seite kennengelernt. In meinen Anfangsjahren wagte ich es, ein kleines rotes Kreuz in meinem Logo zu haben. Das wurde mir sehr schnell klar gemacht. Wir waren die mit dem roten Kreuz und wir sind mehr. Entschuldigung, ist seitdem auch nicht mehr vorgekommen. Und das ist mein Brückenschlag nach vorne. Welche guten Ideen brauchen wir jetzt für die nächsten 100 Jahre? Eine Frau hat mein Leben verändert, Jane Goodall. Sie ist auch annähernd 100, inzwischen 86 Jahre ist sie. Und ich traf sie, ich durfte sie interviewen für den Stern und sie schaute mich aus diesen alten, weisen und melancholischen Augen an und sagte, wenn der Mensch so schlau ist, wie immer tut, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das ist die Frage, die mich umtreibt und die ich auch Ihnen stellen möchte. Welche Verantwortung haben wir als die erste Generation, die die Ausmaße der Klimakrise spüren und die letzte Generation, die noch etwas dran ändern kann? Wir haben laut Wissenschaft nur noch wenige Jahre überhaupt, die Treibhausgase zu stoppen, den Drawdown hinzubekommen und überhaupt diese Erde für die nächsten Generationen bewohnbar zu halten. Dafür brauchen wir Demut, wie sie mir hier bei Schimpansenbegrüßung zeigte, und wieder ein Gefühl dafür, dass wir nur eine Erde haben und die teilen wir uns alle. So egal, wie es einem Virus ist, ob ein Mensch schwarz oder weiß ist, jung oder alt, ob er einen Pass hat aus diesem Land oder aus diesem, Viren kennen keine Grenzen, genauso wie Emissionen von Treibhausgasen keine Grenzen kennen. Einem CO2-Molekül in der Atmosphäre ist auch völlig egal, aus welchem Land es kam. Es tut, was es tut, es drückt uns die Luft zum Atmen ab. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass der große Unterschied zwischen Leben und Tod die Atmosphäre hauchdünne Schicht ist. Wir gucken in den Himmel, wir denken, die ist unendlich, ist sie nicht. Und die müssen wir bewahren. Dafür braucht es eine Idee, wo wir hinwollen als Weltgemeinschaft. Dafür bin ich ein Fan der Sustainable Development Goals, der nachhaltigen Entwicklungsziele. Aber die sind eben nicht gleichwertig, die stehen übereinander. Die Biosphäre, die Lebensgrundlage, die muss die Basis sein. Wenn die zerstört ist, macht alles, was darauf aufbaut, eben keinen Sinn mehr. Die Grundlage von Gesundheit ist nicht Medikament, ist auch nicht OP oder Beatmungsgerät. Die Grundlage von Gesundheit ist frische, saubere Luft zum Atmen, etwas zu essen, etwas zu trinken und erträgliche Außentemperaturen. Wir könnten es auf dieser Erde wirklich schön haben. Wenn wir begreifen, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen, sondern Teil der Natur sind. Und das erfordert auch von Hilfswerken ein komplettes Umdenken, weil wir bislang maßgeblich auf den großen Werten, auf denen auch das DRK beruht, auf der Humanität, auf dem Wunsch zu helfen, aus dem Mitgefühl mit Menschen, die Leidende sind, die Patienten sind, da haben wir auch den Menschen immer in den Mittelpunkt gestellt. Und wir müssen begreifen, dass wir heute eine Public Health Ethik brauchen, dass wir auch Menschen in ihrer Gesamtheit in das Visier nehmen müssen und überlegen, wie können wir Prävention attraktiver machen. Denn der Klimawandel ist die größte Gesundheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts und er wird sich nicht mehr mit Einzelpatienten beschäftigen, sondern mit ganz, ganz großen Gruppen, die leiden.
Sie haben das schon auf dem Schirm. Ich habe mich gefreut, dass das Deutsche Rote Kreuz auch Klimaanpassung, Vorsorge als humanitäre Aufgabe auch zusammen mit dem Auswärtigen Amt und so weiter schon vorantreibt. Aber ich glaube, dieses Feld ist wirklich das, was riesen Potenzial auch in die Zukunft hat. Natürlich auch die große Frage, wie geht man mit den klimageflüchteten Menschen um? Und auch da die Nansen-Initiative macht konkrete Vorschläge, wie wir besser das hinbekommen als bisher. Eine kleine persönliche Geschichte, auch ein Dankeschön an alle vorherigen Generationen von DRK. Meine Mutter wurde nach dem Krieg auch als Geflüchtete in Baden-Württemberg mit dem DRK verschickt. Mein Opa wurde gesucht über den Suchdienst. Sie haben schon wirklich viel geleistet für die Humanität auf diesem Planeten. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wir werden alle vertrieben, wir werden alle heimatflüchtig. Warum? Weil die Städte, wie wir sie kennen, gar nicht mehr existieren können. Nach 2050 wird sich das Klima derartig verändern, dass es in vielen Städten viel zu heiß sein wird. Und deswegen liegt Barcelona auf dieser Karte aus meinem neuen Buch auch dort, wo London früher lag. Die Jugendlichen haben das auf dem Schirm. Die alten Menschen sind diejenigen, die am schnellsten leiden, wenn Hitzewellen kommen. Ihre SanitäterInnen wissen das. Waldspaziergang soll gesund sein. Wenn der Wald brennt, ist das ganze CO2 in der Atmosphäre, der ganze Rauch in der Lunge. Menschen leiden und die Erde gleich mit. Wir haben neue Allergien durch invasive Arten, durch neue klimatische Bedingungen, neue Erreger, asiatische Tigermücke in Baden-Württemberg, Westnil-Virus in Sachsen. Wir haben die Borrelien und die Zecken, die zurückkommen und sich wohlfühlen bei der Hitze. All das ist nicht schön und auch leider nicht lustig. Dieses Bild macht eigentlich ziemlich klar, in welcher Situation wir sind. Der Wald brennt und wir spielen weiter unser altes Spiel. Und deshalb braucht es Allianzen. Die Gesundheitsberufe sind berufen, Leben zu schützen, auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Und wir geraten selber ins Schwitzen. Wir müssen selber Teil der Lösung werden und auf uns wird gehört. Wenn man sich anschaut, welchen Berufsgruppen wird überhaupt noch vertraut, ist klar, Gesundheitsberufe sind ganz oben. Sanitäter, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte, ganz unten Politiker, Werbeleute und Banker und Journalisten. Und deshalb wünsche ich mir sehr, dass dieser Festakt auch dazu beiträgt, nach vorne zu schauen, zu sagen, wie kriegen wir diese größte Gesundheitsbedrohung in die Mitte der Gesellschaft kommuniziert. Ich helfe Ihnen gerne, wo ich kann, auch mit der Idee, dass diese Kommunikation auch Freude machen darf. Hier eine Aktion von Health for Future, auch mit Rettungskräften. Einfach am heißesten Tag des Jahres sich einen Eimer Wasser über den Kopf, 42 Grad, 112. Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall, als solchen müssen wir ihn auch behandeln. Und zu guter Letzt, eines Tages werden wir alle sterben. Ja, aber an allen anderen Tagen nicht. Heute ist ein Tag zum Feiern, heute ist ein Tag zurückzuschauen, sich zu freuen, stolz zu sein auf das Erreichte und gleichzeitig nach vorne zu schauen, was eine humane Humanmedizin heute von uns fordert. Und das ist auf einen Punkt gebracht. Gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Herzlichen Dank, Ihr Eckart von Hirschhausen.